Artillerieunterstützung. Ich glaube, die sind nicht heute für uns da. Gut, dann ja, raus. 1, 2, raus, raus, raus. Wir brauchen noch einen Heimweg, ne? Alpha 1-1 hier, Bravo 2-2. Wir machen uns auf dem Heimweg. Ende. Und dann wird einmal gezeigt, wo der Nachschub ist und wo ihr die Zigaretten findet. Endlich. Ja, endlich. Wieso machen wir das Wichtigste nicht zuerst? Damit ihr noch aufnahmefähig für das Unwichtige seid. Krieg ich auch Gott, Helm. Damit. Helme sind was für Pussys. Niemand braucht sowas. Gut. Ist jemand hier von der Army? Ich hätte trotzdem keinen. Dann los. Normal also, liefern. Wir folgen. Scheiße, diese verdammten Schlangen. Wer fand es überhaupt eine gute Idee, überall und um unsere Baracken Benzinfässer aufzustellen? Keine Benzinfässer, das ist unser Fundament. Entschuldigung, Sarge. Diese Baracke ist für beide Fireteams da. In der Kiste davor können sie ihre Munition lagern. Es wird mindestens ein Reservemagazin plus die Primärwaffe am Mann behalten. Suchen sie sich ein Bett aus und machen sie es darin bequem. Zweite Baracke. Na denn? Schöne hier. Komm mal rein in die gute Stube. Wird für mich und mein Team sein. Oh, wo ist das geilste Team? Okay, das ist unser Zeug. Oh, hier, das ist mein Box. Jo. Jawohl. Wo bleibt der Rest? Oh, ich glaube, die quartieren sich gerade ein. Also ja, können sie gleich machen. Kurze Kritik. Falsche Reihenfolge gewählt. Sie hätten uns zuerst das hier zeigen sollen, ja, dann unser Quartier. Wollte aber nicht zuerst an den Zigaretten vorbei. Wir wissen aber, wie das endet. Ja. Zigaretten sind schon wieder alle gut. Weg. Ja, Zigaretten hat doch schon alle weg. Ja. Gut, verteile ich nachher. Ja. So. Da müssen mehr her. Zu okay. Ihrer Rechten das HQ, obendrauf medizinisches und medizinisches Material und Munition. Bravo Tutu, hier ist Alpha 1-1, kommen. Ja, bravo, das ist okay. Geht der Landeanflug auch ein bisschen schneller kommen? So schnell wie der Pilot machen kann. So verstanden. Gleich in der Landezone muss es aber ein bisschen hurtiger gehen kommen. Ja. Das können Sie gerne dem Piloten erzählen, Korn. Sie sind mein Kontakt. 1-1 Ende. Und rauf da, hopp ab! Gut, ja, im Laufschritt! Ja, meins auch nicht. Gerry, bist schneller! Sitzen alle! Der Landeanflug ist schon schneller. Dann ab! Schmeiß mal ein bisschen Musik an, Pilot! Ah, ich sehe schon, es ist kein rauchfreier Flug. Der Dorganer raucht auch. Läuft die Zeit Musik oder nicht? Ich glaube nicht. Oh Gott, ich glaube, ich habe Augenkrebs, die Landschaft ist komisch aus. Bane? Ja? Soll der Helikopter dann gleich in Bereitschaft irgendwo warten? Oder, Ja, der bleibt über uns, das ist aber eigentlich schon abgeklärt. Ah, okay, alles klar. So. LZ in Sicht. Verstanden. Und denkt dran, Leute, wir sind die Kamera, aber wir gehen rein, schön dreckig und gehen wieder raus. Aber
War da irgendwo hinten links mal ein Baum? Ja. Aber so wie ich das hier auf der linken Seite sehen kann, passt das. Hast genug Platz, kannst runtergehen. Touchdown. Und raus. Raus. Okay, alle Mann raus. Und in den Motor. 2-2, hier 1-1, kommen. Okay, hier, Bravo 2-2, gehen Sie, suchen Sie sich eine Halteposition und bleiben Sie in unserer Reichweite, kommen. Ja, verstanden, gehen auf Halte. Okay, Leute. 1-1, Ende. Auf 1-3 sammeln. Wer hat denn hier jetzt den Smog geschmissen? Das kam auf dem Hubschrauber. Ah, vom Helikopter kam das. So. Okay, Ben. Weiß uns ein. Ja, Richtung Norden. Stellung auf. Richtung Norden müsste irgendwo der Feldweg sein. Also wir suchen den jetzt erstmal. Erstmal suchen, genau. Und dafür auch die doppelte Staffel. Ja. Seid mir bitte aufmerksam. Ich will ja nicht von dem Tiger überrascht werden. Gibt's die hier überhaupt? Ja. Ich glaube, die Schlangen sind das größere Problem. Ja, ich möchte hier auch nicht gebissen werden. Ich hab Gegengift dabei. Sehr gut. Oh. Beschuss! Beschuss, rechte Seite! Feuer wieder! Diese Richtung! So, Embargo Panzerfan, baut mir Richtung Südosten eine breite Feuerlinie auf und dann rücken wir vor! Okay, Südosten ist hier. Kam doch aus Südosten, oder? Es kam auf jeden Fall von rechts, ja. Aber es war noch ziemlich weit weg, also. Ja, trotzdem, also da gehen wir jetzt ran. Meiner Information war es da lang. Also machen wir. Diese Richtung. Ja. Also baut mal eine breite Formation auf. Das ist ein Skirmisher. Ich weiß nicht, ob ihr noch kennt. On the fly. Okay. Ich hinterfrag das jetzt nicht. Ich hinterfrag das jetzt einfach nicht und gut ist. Einfach machen lassen. Ja. Wenn es gleich schief läuft, dann rannt sich ein paar Leute an. Richtig, genau. Das ist ja dein Job. Diese verdammten Drecksfliegen. Ah, verdammten Moskitos hier. Wow! Camillo! Ja, bin schon da. Ah, verdammte Scheiße! Ah, ist der linke Arm. Schön stillhalten. Das ist nur ein kleiner Kratzer. Ja. Fuck it, von wo kommt das? Direkt von vorne, Südost. Aus Südosten? Ich meine Südost, ja. Also da hat sich die Gruppe jetzt aufgebaut und bekämpft auf jeden Fall. Ja. Das war bestimmt ein Scharfschütze oder irgendwas. Sobald es dicht ist. Schmerzen sind jetzt gerade egal. Dicht. Ja, gut, dann. So, dann, weiter. Schön Bäume als Deckung suchen. Frage, vorwärts weiter? Ja, vorwärts weiter. Eintritt, los in die Weite. Mann down. Okay, wir haben einen Verletzten. Ja. Ja, die sollen die Verwundeten nach hinten bringen. Dann rück du mal als MG vor. Ja. Du liegst hier zu weit hinten. Entweder weiter vorrücken oder nach hinten bringen. Der Soldat ist verwundet, er verarztet sich gerade. Achso, ja gut. Ich bin hier, Achtung. Du musst die Deckung suchen. Bei uns? Hier. Such dir den Baum als Deckung. Soll ich mal den Helikopter drüber fliegen lassen? Ich dachte vorwärts weiter. Ja, du musst ihn hier aufpassen, der ist hier. Ja, ich will nur mal überlegen. Aber wobei, der wird durch. Naja, bringt nichts, der wird durch die Bäume wird ja nichts sehen.
Ja, sehen sowieso nichts. Und wenn er blind schießt, dann haut er uns wahrscheinlich noch. Ja, wahrscheinlich, ja. Fox, MG weiter vor. Jawohl. So, was ist da vorne los? Hier ist der Fahrt. Ja. Hier. Wer schreit hier nach einem Medic? Da vorne ist Panzerfeind, ich glaube, die brauchen welchen. Schau mal, was da Sache ist. Okay, bin da. Wie sieht's aus? Bin ich wieder beim Bewusstsein, aber sieht nicht so gut aus. Gut, Panzerfan, wie sieht's hier generell aus? Bin dran. Boy. Wer zur Hölle zündet sich hier im Gefecht eine Zigarette an? Yuki! Lass mich konzentrieren. Lebensmüde oder was? Hier im Dschungel ist das vollkommen wurscht. Ja, es ist nicht dunkel, es ist scheißegal. Der Krieg verratet sich aber. Wir haben es gleich wieder. So, Embargo? Ja. Wie sieht's bei euch aus? Feindkontakt war jetzt aus. Ich habe, dass da niemand die Straße ist noch irgendwo hier vor uns. Haben sie noch Schmerzen, Soldat? Ja, gut. Dann wartet eben, bis das zweite Team bereit ist. Dann gehen wir auf weiter Linie. Okay, dann aufpassen, wo sie in welcher Feuerlinie sind. Kannst du mich auch mal angucken, bitte? Okay, wir warten auf das zweite. Solange jetzt kein Feuergefecht ist, ist es auch kein Problem. Nö. Gut. Also, du lässt jetzt Lutze evakuieren. Ja, genau. Ah, okay. Die sollen gleich auch dem Weg folgen, bis sie auf uns wieder treffen. Wenn wir aber hier durch sind, dann Heli andere Dinger geben. Das war knapp, Mann. Scheiße. Aber was abgekriegt? Boah, psychisch ja. Ich hab die Kugel an mir vorbeifliegen sehen. PTBS incoming. Hinter dem Fuck. Baum hab ich Puls jetzt. Meine los, Soldat, Schau. Weiter. Da. Ich brauch noch Morphium. Wo sind sie? Keine Ahnung, hier irgendwo im Dschungel. Gut, ich würde sagen, zurück an die Straße. Und dann geht's da weiter. Embargo mitgehört? Ja. Gut, dann nach links. 1, 2, einschlagen, links. Jo, ich hätte mir aber trotzdem die Richtung, wo der Kontakt war. Meinem Audio folgen. Verstanden, dran. Höre. Fuck, Mann. Bemerkt hier in die Richtung. Mach jetzt noch. Bin dran. Kann hier dran sein, Sofia. Wahrscheinlich von der Straße, ne? Wer qualmt denn da die ganze Zeit? Straße runter. Sofern oder? Ne, Yuki. So, Panzerfan, für dich. Mein Team ist beinahe nicht mehr voran. Okay. Komm nur noch ein, Mann im Feld. Ja. Mach eine gestaffelte. Genau. Die anderen beiden bringen ihn jetzt zur Lichtung. Sobald sie abgesetzt haben, kommen sie den Weg hier uns hinterher dann quasi. Box, ich will dich auch rechts neben mir haben. Gut, Yuki, wir halten uns zurück. Ja, ihr übernehmt so ein bisschen die Seitensicherung, ne? Ja, wir übernehmen die Flanke. Steht's? Einer fehlt. Ey, Monty! Nach links steht. Ah. Monty! Ja. Vorwärts, langsam. Hast du nicht irgendeinen Draht zur Air Force? Ja, nein, Napalm ist leider gerade nicht verfügbar. Herr Gott, die sollen uns einen F-111 schicken! Die Artfahrt, die brennt hier alles schnell nieder, verdammt! Bis Bookie! So, Panzerfan, dann tut mir mal den Gefallen, da die meisten nach rechts sichern, dass ihr mal ein bisschen nach links guckt. Scheiße auf Spooky, Mann. Die sollen uns eine B-52 schicken. Armfly. Ja. Wie benutze ich denn das Feuerzeug? Also, du machst jetzt... machst die Ace-Interaktionstaste? Ausrüstung? Ja. Take-Zip vom Pack? Ja. Dann packst du dir das Zigarettenpack packst du dir auf den Brillenslot. Achso, okay. Also die Zigarette. Und dann kannst du es übers Ace-Menü wieder anzünden. Okay. Nichts anderes als eine normale Bombe, die ein bisschen Brandeffekt hat im Spiel, also so das brennt. Wenn wir genug Geld hätten, dann würden wir einfach den gesamten Dschungel damit platt machen. Dann hätte sich das ganze Problem hier erledigt. Oh, auf den Schock von eben erstmal einen Rauch. Mann. Ja, ich muss normalerweise, wenn ich rauche, meine Brille absetzen, dann sehe ich nichts mehr. Das ist Monty? Ja. Sagst du dem Heli mal eben, die sollen uns Bescheid geben, sobald sie ihn abgeholt haben? Ja, mach ich. Danke. Bravo Tutu, hier Alpha 1-1, kommen. Hier Bravo Tutu, komm. Bravo Tutu, geben Sie uns Bescheid, wenn Sie den Verletzten geborgen haben und wieder starten, kommen. Ja, so verstanden. 1-1, oh, Ende. Ballade ist raus. Jede Deckung hinterm Stein. Hinter uns! Von hinten!
Lade! Au. Kamelo, lebst du noch? Ja, alles klar. Ja, aber ich hatte, ich hab eine Kugel abgekriegt. Kamelo, Yuki ist verwundet. Ja, komm mal. Ja, immer mit der, immer ruhig. Geh nach vorne. Ja, wir kümmern uns, sobald ihr weitergelaufen seid. One hat verstanden. Bin dran. Ich hab dich, lad. Bane? Ja? Der Verwundete ist jetzt an Bord, sind wieder unterwegs. Der, gibst du den Schmerzen, Yuki? Schmerzen sind jetzt egal, Camillo. Wir haben noch zwei weitere, die down sind. Okay, dann hopp, weiter. Da vorne, Lat und Khan. Einmal eben kurz checken. Kackhecken. Ja, lass dir von Camillo helfen. Panzerfan? So. Ihr unterstützt vorne, ran da. Verbinde deinen Kopf. Okay, okay. Das sieht gerade zu übel aus, der Kopf. Ja, Torso habe ich gerade schon gemacht. Ja, Kopf ist immer noch. Ja. Da hast du einen schönen. Bist du schön im Kopf aufgeschlagen, Mann? Ja, klar. Ja. Vor lauter Party noch auf den Füßen. Da durch. Eng geblieben und auf die Fresse gefahren. Ey, was willst du? Ich hab zwei Kölle im Torso. Komm mal kurz mit. Ja. Hier habe ich gerade noch irgendwie einen gehabt. Er ist tot. Eindeutig. Ja. Wir rücken vor, denn unsere Verletzten sollen direkt nachkommen. Ja, genau. Deswegen habt ihr Panzerfan gerade nach vorne bekommen. Sehr schön. So, okay. Ich bin wieder da. Okay? Ja, erstmal weiter. Leute. Alpha 1-1 für HQ, komm. Gut, dann anschließen und Panzerfan Bescheid sein, er kann sich zurückfallen lassen. Search. Ja, wir konnten bestätigen, es ist keine, eine kleine Ansammlung. Die Bombeneinheiten sind noch keine Basis aus. Grüßen Sie das, komm. Nordwestlich von unserer Position eine vermutete kleine Basis des Vietcong, kommen. Nein, zumindest. Flugzeuge aus so auszusehen, genau das müssen Sie abklären. Akkuende. Bane? Ja? Neuer Auftrag Richtung Nordwest. Scheint ein kleiner Compound zu sein. Man weiß nicht, ob das zivil oder militärisch ist. An der Straße? Genau, von der Straße jetzt aus unserer Position nordwestlich. Okay. Stopp! Nordwestlich. Nordwestlich. Genaue Position hatte er jetzt auch nicht. Ja, verstanden. Panzerfern, komm mal mit. Oh! Wow! Shit! Geht in Deckung! Minus 2! Schwere Geschütze! Richtung Nordwesten muss eine Befestigung sein! Ja, check! Ich schätze, das ist die Base. Das ist der neue Auftrag! Frage Rauch? Ja? Ja, Moment. Gut. Ja, mich wirst du so schnell nicht los. Ich will dich ich ja auch nicht loswerden. So, wie sieht's vorne bei den Verletzten aus? Die ziehen sich gerade zurück. Teufel, was? Wo ist der zweite? Der hat 20 mm. Da. Irgendwas, was das HE verschiebt. Die sollen nach hinten kommen, dann können wir uns drum kümmern. Das Zauberwort lautet Arclight. Arclight? Arclight. Arclight. Schwerer Luftangriff von der B-52. Ah, okay. Ich kenne nur Broken Arrow. Broken Arrow mit der Arclight ist schön. Die schießen mit der Arclight, das ist eine Scheiße. Embargo, ich würde sagen, links durch den Wald, grob umlaufen und rauflaufen, okay? Ja. Wir bleiben mit Panzerfan zurück. Schnapp dir dein Team und los geht's. Box, Bones. Überspringen zu mir. Ihr seid gedeckt mit Rauch. Gut, Panzerfan. Ihr habt jetzt die Aufgabe der Deckung. Seht zu, dass ihr ein bisschen Sperrfeuer aufrechterhaltet, damit 1-2 da vernünftig reinkommt. Fuck, Alter. Ich spring nach vorne, oder? Ja. Ja, ich bin links außen. Alles klar. Okay, gut. Wir rücken hier. Alter, es geht ja voll ab. Keine besondere Formation. Immer schön Deckung. So. Frozen, du gehörst zu Panzerfan? Jawohl. Ach, seid ihr wieder zurück? Jawohl. Gut. Erstmal bitte bei mir melden, oder habe ich das jetzt noch nicht mitbekommen? Ich glaube, das hast du nicht mitbekommen. Gut. Diese 2 Minuten. Bravo, Tutu, hier Alpha 1-1, komm. Ja, okay. Bravo, Tutu, hier Alpha 1-1, komm. Ja,
Bravo, 2, 2, hier, Alpha, 1, 1, kommen! Keine Ahnung, es klang so. Okay, kein Verbindungsaufbau möglich. Ja. Ich hätte denen jetzt nämlich gesagt, dass die Bescheid sagen, wenn die jemanden wieder absetzen, dass die uns wenigstens kurz Bescheid sagen, dass da wieder jemand auf dem Weg ist. So schlau sollten sie sein, davon gehe ich schon aus. Hat keiner gemeldet. Ja, das... Können wir nicht einfach Napalm auf die... Wir haben keinen Napalm. Broken Arrow, Broken Arrow. Alpha 1-1, hier HQ, soll ich was für Sie an Bravo 2-2 weitergeben? Ich bin beim Radio Relay Vancriff, komm. HQ, ja, geben Sie bitte weiter, dass, wenn Verwundete abgesetzt werden, dass man uns eine Meldung gibt, kommen. Beziehungsweise nicht, dass sie abgesetzt werden, sondern erstmal, dass es wieder verfügbar ist. Und wir der Helikopter soll grundsätzlich Meldung machen, wenn er ein- oder ausfliegt, kommen. Guter Mann. Ich grüße verstanden, wird weitergegeben. Ja, danke, Ende. Ah, die sind gerade außer Reichweite, die sind in der Base und tanken. Es wäre ganz schön, wenn wir das wüssten. Der Medic ist die abziehen. Ja, irgendwie. Wenn die gleich wieder in Reichweite sind, mache ich mal ganz eine kurze Ansage dann. Die sollen die Leute nach hinten bringen. Habt ihr jetzt soweit erstmal keinen Beschuss mehr aus der Stadt, ne? Ja, Sarge, die melden, die rufen aber nach dem Detektorstand. Ja, das ist mir jetzt gerade relativ egal. Ich will jetzt erstmal, dass diese scheiß Stadt und dieser Granatwerfer da weg ist. Gut, Panzerfan, okay. Dann für dich. Bisschen rechtzeitig der Straße halten und straight Richtung Nordwesten auf die Befestigung zulaufen. Wir nehmen jetzt eben von beiden Seiten. Gut, Leute, habt's gehört. Hat einer von euch Splittergranaten? Positiv. Wunderbar, ich nehme mich nicht. Monty? Ja. Gut, guckst du mir bitte, dass du zu 1-2 Kontakt kriegst. Und nimm Camillo mit. Ja, okay. Soll ich irgendwas melden, oder? Die sollen Richtung Nordwesten auf die Stadt vorrücken. Wir rücken jetzt quasi von der anderen Richtung. Ja, alles klar. Camillo, ne? Mitkommen. Jawohl. Scheiße, Mann. Ich bin, glaube ich, rechts. Ah, da sind sie. Jungs, wo ist euer Chef? Ja, Eigener. Der ist vorne, wir brauchen hier einen Medic. Ja, ist von da. Okay, wo ist euer Chef? Ich gebe gerade CPR. Vor uns, die klingen gerade die Bunker. Okay. Der hat keine Heartrate, Blood Pressure. Hier steht es. Wir gehen kurz. Alpha 1-2? Alpha 1-2? Alpha 1-2? Ihr sollt weiter nordwestlich vorrücken und die Stadt clearen, soll ich euch ausrichten. Achtung, Friendlies, wir werden umlaufen von Friendlies. Check. Das war ein fucking Duschkram. Alpha 1-2? Benz. Alpha 1-2 hat's verstanden. Ah, okay, alles klar, gut. Seht zu, dass ihr mir eine Hautumsicherung aufbaut. Wir haben hier Munitionskisten gefunden, im Laden drin. Wunderbar, baut mir eine Rundumsicherung auf. Ja, ich sammle mal. Munitionskisten sind in dem großen Runden hier drin, oder? Irgendwo in die Richtung. Irgendwo in die Richtung, ja, alles klar, danke. Bane, wir sind hinten noch ein bisschen am Verarzten, wir kommen so in 2 bis 3 nach. Wer ist am Verarzten? Camillo, die haben da einen am Boden. Ja, alles klar, hier soll irgendwo ein Munitionsfund sein. Hier hinter der Mauer, eben kurz gucken. Ich sehe nur Leichen. Ja, ich auch. Ja gut, hier steht ein fettes 50er, ne, also... ich geh mal Camillo suchen, ich weiß nicht genau, wo er ist. Die werden gleich zu uns finden. Ich brauch dich hier mit als Funker. Ja, okay. Alpha 1-1, hier Bravo 2-2, komm. Weil wir müssen vorrücken. Alpha 1-1, negativ, wir bleiben hier. Wir bleiben hier? Wir bleiben erstmal eben hier. Wo war jetzt genau der Munitionsfund bei uns? Kann ich Ihnen zeigen, folgen Sie mir. Dem Funker einmal bitte zeigen. Alpha 1-1, hört, kommen. Laufen wir bei Bones mit. Ja. Alpha 1-1, hier Bravo 2-2. Wir bringen jetzt den Verletzten rein. Sind in circa einer Mike bei der LZ. So verstanden. Handelt es sich dabei um den verletzten Lutze? Kommen. Ah, das ist so korrekt. So verstanden. Wir werden einen Trupp schicken, der ihn abholt. Verstehen? Warte. Ja, ich hab's gesehen. Jemand muss Lutze gleich abholen, der findet hier nie im Leben hin. Ja, wir haben sowieso wieder einen für den Medi weg. Die sollen so lange in der Luft bleiben. Okay. Bravo 2-2 kommen.
Sollen wir nicht einfach zurückgehen und dann... Landen Sie bitte noch nicht, bleiben Sie im Standby, Sie kriegen gleich einen Verletzten zum Ausflug wieder mit. Wir melden uns, wenn der an der Evac-Zone ist, kommen. Das machen wir gleich so. Einmal für Rockwell. Wir haben Probleme mit der Pulsanzeige. An unser Medic. Ja. Und als nächstes einmal bitte sagen, Struktur ist eingenommen und wir haben Munitionsfund. Jetzt ist die Frage, was sollen wir machen? Das, Munition zerstören? Ja, alles klar. Beziehungsweise können wir zurückziehen oder müssen wir noch weiter durch? Müssen nur schauen, ob die Rockwell hier Alpha 1-1 kommen. Uns einigermaßen passt. Baut erstmal eine Rundumsicherung auf. Wir warten eben ganz kurz auf neue Befehle. Ich gehe davon aus, dass es an HQ geht, so korrekt kommt. Ja, das könnt ihr gerne machen. HQ. HQ, wir haben Probleme mit der Pulsanzeige bei Verwundeten und zweite Frage ist, wir haben hier ein Munitionsdepot gesichert, was sollen wir damit machen? Kommen. Jawohl. Zur ersten Frage, was ist denn das Problem? Komm. Die Pulswerte werden wohl falsch angezeigt, kommen. Sind so Chest Rigs und so Zeug. Frage, also wer Waffen drin? Keine Zahl angezeigt, denn ihr Medic vor ist ein CFR und kein Medic. Jetzt ist noch keine Zahl angezeigt, der wenn es noch nicht kommt. Ah, so verstanden. Gebe ich weiter und auf Frage 2 kommen. Wie sieht's generell aus? Frage 2 wäre, ich möchte das Munitionslager nicht zerstören. Können Sie hier was passen mit Handgranaten? Komm. Bitte wiederholen. Ist es für Sie möglich, das Munitionslager irgendwie zu zerstören? Komm. Wird geklärt, ich melde mich in 2. 1-1 Ende. Sorry, ich hatte jetzt gerade Funk auf dem Ohr. Sofort. Ja. Also, das mit dem Puls, unsere Sunnies sind keine Sunnies, sondern nur CFR, deswegen kriegen die keine Pulsanzeige oder ähnliches. Okay. Nur die im Helikopter, die sind praktisch. Ja, okay. Das sollen wir sollen gucken, wenn wir irgendwas haben, womit wir es zerstören können. Also entweder, wenn da Sprengladungen drin sind, sollen wir die nehmen oder Handgranaten oder ähnliches und dann sollen wir es in die Luft jagen. Panzerfan, deine Aufgabe. Treib was auf, womit wir das Ding hier hochkriegen. Eine meiner Leute hat Handgranaten. Ja, guck, ob da Sprengladungen drin sind, wie auch immer. Hab schon geschaut, klappt. Gut, wie sieht's aus? Müssen wir hier noch weiter oder können wir jetzt zurück zum... Ich frag nach. Gut. HQ, also, hier Alpha 1-1, kommen. Wir haben vorne einen Charlie mit Funkgerät, Karte, Kompass... HQ, hört, komm. HQ, wir haben jetzt das Lager gesichert. Wie sieht der nächste Auftrag aus? Kommen. Ja, durchsucht den Shadow Funkgerät mal sicher. Ein Kontakt, also, gut, in der Nähe, komm. Und hier ein Charlie mit Funkgerät. Haben wir gefunden. Haben wir, genau. Okay. Ein mit Funkgerät. Derzeit keine Feindkontakte mehr zu sehen. Aus unserer Sicht ist der Bereich grün, kommen. So verstanden, dann wenn möglich mit zum Lager zerstören. Ja, macht das. Aber sag Bescheid, dass wir in Deckung gehen können. Dann R2B, komm. Anmerkung, wir haben hier einen Charlie mit einem Funkgerät gefunden. Sollen wir den bergen oder das Funkgerät mitnehmen, kommen? Funkgerät wird sowieso mitgenommen, die Frage ist nur... Nehmen Sie das Funkgerät mit, vielleicht können wir damit was noch anfangen. Komm. Okay, wir sollen es einfach nur mitnehmen. Alles klar. So verstanden, wenn Bereich gesichert, dann RTV, also zurück zur Landefläche und wir fliegen zurück, kommen. Gut, dann soll bestätigt, die ich eine LC selber sind die besten Bock behalten und die sollen sich auf einen weiteren Medivac einstellen. 1-1 Ende. Bravo 2-2, hier Alpha 1-1, kommen. Ich kriege Bravo 2-2, Kong. Bravo 2-2, der ganze Trupp wird sich jetzt wieder zur Landezone begeben und sie bringen uns dann RTB. Bleiben Sie noch Standby in der Luft. Ich melde mich 2 Mikes, bevor wir im Gebiet ankommen. Kommen? Ja, so verstanden. Was mit dem Verletzten, kommen? Den bringen wir auch mit. Kommen. Verstanden. Komm. 1-1 Ende. Dass wir ein Medivac haben. Und wir werden ausgeflogen. So, Helikopter bleibt so lange in der Luft. 2 Minuten bevor wir da sind, melde ich dem Helikopter, dass wir landen, beziehungsweise den Bereich markieren mit orangefarbenem Rauch und dann werden wir ausgeflogen. Wunderbar. Gut. Khan nimmt gleich auf die Schulter. Hier, Bravo, Tutu. Passt. 1-1 hört, kommen. 1-1 ATB zu Sarge oder zu Sabash, komm. RTB to, wo sie uns abgeholt haben, zu, warte. Ja, verstanden, ATB to Sarge. Camp Sarge, genau. Ah, ja, okay. Sie haben uns gesehen. Okay, Embargo, ja. Dein Team wird als erstes aufsitzen. Sobald der Heli unten ist, ran sprinten, aufsitzen. Okay, auf mein Kommando.
Mit 5 Sekunden Verzögerung folgt dann das zweite Team. Verstanden? Gut. Los, los, los. Aufsitzen. Stopp, stopp, stopp. Noch nicht? Oh, das sah nicht gesund aus. Was los? One-One, verstanden. Erster Trupp sitzt auf. Und Panzerfan, hinterher! Tutu! Die sollen abheben, abheben, abheben! Tutu! Tutu! Starten! 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 Sie sind unter Beschuss! Starten! 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 Geben Sie Beschuss in Richtung West! Verstanden, Beschuss Richtung West, komm. Panzerfan, bist du noch hier? Irgendein Trupp ist. Ich höre Panzerfan links von uns. Panzerfan? Ich glaube, der hört dich nicht. Genau, haltet Sperrfeuer drauf, das zweite Team läuft schon. Sehr schön, dass sie mitdenken. Hey, wir sind Profis. Ja. Das kam jetzt aber ein bisschen überraschend, muss ich ja echt zugeben. Ja. Ja, ich meinte eben noch irgendwas gehört zu haben, dass irgendjemand sagte Kontakt. Und dann flog auf einmal da alles los. Hört ihr mich? Okay, 1-3, ja, Feuer einstellen! Eigene Entschusslinie! Hier Bravo Tutu. Wie ist die Situation unten gekommen? Tutu, so, Feuer einstellen. Eigene Truppen sind jetzt gerade bei der Position, wo der Schnapp dir deine Leute und sieh zu, dass du hinten rankommst. Los! Kreisen Sie über der Landezone. Wir melden uns, wenn wir aufgenommen werden können. Komm. Ja, so verstanden. Yoshi, los, laufen! Jetzt, beim Unterdrückungsfeuer. Bravo, konnten Tutu, die Lutze absetzen? Um die wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nein, Lutze ist noch an Bord. Frage, sind Soldaten noch aufgesessen oder ist Lutze derzeit der Einzige, der an Bord ist? Kommen. Ich glaube, er müsste der Einzige. Derzeit ist Lutze unser einziger Gast, Con. Ja, so verstanden, One-One-Ende. Ja, Lutze ist der Einzige. Die haben es nicht geschafft. Also, sie waren nicht rechtzeitig da. Glück ich habe gesehen, dass Embargo aufsteigen wollte und dann ist der Heli hoch. Ich denke mal, wir haben das erfolgreich bekämpft dahin. Auf jeden Fall ist meine Brille jetzt drin. Ich lasse die da lieber durchlaufen. Ja, ja, klar. Einmal checken, logisch. Wir sollten die Flanken im Auge behalten, nicht, dass sie ausweichen. Ja. Im Dschungel. Ich schaue rüber da Richtung Süd die ganze Zeit. Ja. Okay, da geht der Adrenalinpegel aber ein bisschen nach oben. Ja. Aber die haben dann auch verdammt gut verfehlt, ne? Ja, voll dran vorbei. Hätte das Ding getroffen, hätten wir einen Spaß gehabt. Ja, dann hätten wir Black Hawk Down nachspielen können. Oh ja. Ja, zumal hätten wir dann erstmal einen Fußmarsch gemacht. Absolut, ja. Okay, da vorne ist gerade was explodiert. Ich glaube, die haben eine Granate geworfen oder sowas. Schau mal schnell. Da liegen auf jeden Fall 1-2 Tote. Also die da waren, die haben wir ganz gut unter Feuer genommen. Also ich denke mal, ich meine, die haben auch direkt Feuer vom Helikopter gekriegt. Ja. Ja, check, direkt beim Baumstamm sind jetzt unsere. Embargo-Holz nochmal rein, alles klar. Soll ich den Heli wieder landen lassen, oder? Nur, dass der Trupp dann praktisch da hinten eine Sicherungsposition aufbaut. Ja. Soll ich erst rübergehen und denen das sagen? Negativ. Ich sag dem Heli Bescheid, ich schmeiß orangen Rauch, das sollten sie dann raffen. Ja, alles klar. Bravo Tutu, hier Alpha 1-1, kommen. Hier Bravo Tutu, komm. Bravo Tutu, bei orangefarbenen Rauch bitte wieder landen. Die Truppen werden gleich wieder aufsitzen, kommen. Das war jetzt auch Bravo meine letzte Tutu, Runde. Verstanden. Bei orangefarbenen Rauch landen, eigene sitzen dann auf. Haben Sicht auf orangen Rauch. Wir kommen runter. Alpha 1-1 Ende. Ja, alles gut. Ja, sie bewegen sich wieder auf uns zu ein bisschen. Ja, die sollen da hinten am Waldrand bleiben, ey. Bitte treffen die jetzt. Ich hoffe, dass wir gleich alle mitkriegen. Nicht, dass da irgendwie einer...
Alter, bleibt hier in der... Ja, genau, bleibt hier mitten in Pimpernellen sitzen, ey. Wir sollen nochmal durchzählen, dass alle Leute da sind. Das ey, ich steige als Letzter auf, ein gutes. Bleiben die am Waldrand stehen oder laufen die jetzt ganz zu uns? Noch laufen. Die laufen. Sind das alle oder? Ja, mehr als fünf. Alles klar. Mehr als fünf, ja. Nicht, dass der zweite Trupp jetzt im Wald verschollen bleibt. Bravo 22, die erste Gruppe kommt aus Richtung West auf ihre Position kommen. West? West, ja, Entschuldigung. Ja, Bravo 22, verstanden. Eigene kommen aus Richtung West. Oh, wunderbar. Die zweite bleibt sogar ein Stückchen hinten. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, genau, einer ist. Einer ist noch Dingsens, ja, passt. Gut, dann auf geht's. Okay, alle drin und ab! Können wir jetzt vielleicht Musik haben, schauen? Musik wäre jetzt nicht schlecht, ja. Ja, meins auch nicht. Ah, dann sind wir dafür nicht zuständig. Dein Fuß, Fetischist hier. Wenn du möchtest, geh fit, bitte. Immer. Ich hab aber gedacht, auch schon deiner. Und raus! Wo ist denn die Scheiße? Ja, genau. Panzerfan, dann einmal ab zum Aufmunitionieren. Ja, Leute, und dann habt ihr wieder Entspannungszeit. Aufmunitionieren, alles aufmunitionieren. So, Monty, hast du schon mit der Crew gesprochen, wegen es eben kurz abmelden, wenn sie tanken fliegen? Achso, das wollte ich noch, genau. Ja. Kann er? Ja. Immer wenn ihr euch aus dem Gebiet entfernt, also wenn ihr irgendwo, also wenn wir wieder so Landezonen haben, immer wenn ihr reinfliegt, rausfliegt, mir Meldung machen. Wenn ihr Verwundete reinfliegt, rausfliegt, immer Meldung machen, wenn ihr unterwegs seid. Und ich muss wissen, wann ihr aus meiner Funkreichweite raus seid. Also ihr müsst mir melden, wenn ihr mal, was ich, ATV müsst wegen Tanken oder sowas. Ja. Wenn du den Funkkreis nicht schließt, wenn ich die Meldung mache, ist alles cool. Sorry, ey, ich war mitten im Gefecht. Einfach den Leuten sagen, die sollen über Get Out rausgehen. Oh fuck, ich hab keine Kippen mehr. Hat irgendeiner Kippen? So, Monty geht mal zum Pinkeln in die Pinkelbude. Was hast du im Gesicht? Der wirklich der Verletzung kannst du dich mal kurz hier gleich im Medic-Gebäude melden. Warte, kannst du aus meinem Rucksack holen? Alles abgelegt bei uns? Alles abgelegt. Okay, dann draußen, dann oben auf dem... Zum Rucksack. Kann ich mit beiden rum? Sind wir heute komplett raus oder immer noch auf Bereitschaft? Sind immer noch auf Bereitschaft, wir haben ja erst, haben wir viel Zeit. Ist noch Feuer? Okay. Hier fehlt auch einer. Ich hätte gern noch einen Lolli, ich hab aufgehört. Ja, das gleich mal. Wieso kann ich dir kein Feuer geben? Hier irgendwo noch Lollis? Doch, hab ich drin. Na, warte. Ich geb dir aber nicht mein gutes Feuerzeug. Das ist ja, sogar signiert. Kriegst du wieder. Ja, kein Problem. Drin. Okay, vielen Dank. Falls der Sarge kommt, sag einfach, sag ich, kurze Gehirnpause. Immer vielen Dank, ne? Auf die rein. Hey! Ja, ja, gibt's ja schon wieder. Gibt's ja schon wieder. Doch nicht. Jetzt signiert. Von dem Spaß. Ah, ich komm mal zu dir. Willst du dafür eine vietnamesische Uhr haben? Nee, danke. Ja, doch, tatsächlich. Hängt das mit deinem Sohn oder? So, ich such mal den Arzt auf. Hallo? Er bin ja ich. Leider. Ja, ich hab da noch welche. Doktor? Ja. Auch grad, ich hab Raucherpause. Gut, Panzerfan? Ah. Für deine Jungs, jeder der angeschossen wurde, einmal hier im Lazarett melden zur Nachkontrolle. Ja, gut. Jukri, auf. Gut, Monty für dich auch, ne, wenn du angeschossen wurdest. Ich bin unverwundet. Gut, sagst du das gleich mal im Embargo? Ich melde mich nämlich mal eben kurz ab für eine Minute. Ja, alles klar. Gut, danke. Und ich rauche gerade am Benzin. Deshalb zündet sich erstmal eine Kippe an.
ganz ehrlich, hätte ich auch. Da hat Zypli die Hunde angeschossen. Ja, ich bin genau. Embargo? Grad. Trupp von Embargo, wenn ihr angeschossen wurdet oder ähnliches, meldet euch im Sandy-Zelt. Bitte gleich weitergeben. Ich warte noch, bis die wieder da sind, gebt das weiter und dann melde ich mich da selber. Super, danke. Ich bin jetzt los für heute. Ja. So. Kam das gleiche? Angeschossen? Ja, oh. Jetzt am Boden, ich hatte einen Armstreifschuss. Wo ist denn unser letzter Mann? So eingetragen. Diese Sicherung dann, wenn die zurückkommen. Das wird auch alles gut sein bei Ihnen. Der zweite Druck kommt gleich auch noch, die sind aber gerade austreten. Schon. Alles klar. Hey, Medizin. Hat eigentlich schon irgendwas dazu gesagt gegen den Server? Nee, hab ich eine Mail geschrieben. Alles klar. Was da genau los ist? Ja, ich bin hier geschlossen, Medizin. Also, das ist alles. Du hast mich ja auch geklärt, was da genau los ist, aber. Warte mal, bei uns ist es klar. Kommt. Ist das Ganze richtig, dass das ganze Camp quasi umzäunt ist von Benzintanks? Das sind Ölfässer. Ja, aber das ist, nö, das ist Benzin, das ist schwer brennbar. Ja. Wo getroffen? Naja. Das militärisches Benzin. Hat einer von euch vielleicht eine Zigarette? Ach ja. Aber natürlich. Selber geschnurrt. Wunderbar. Maximale Rucksack. Aber ich finde das Schmanke aus deinem Leben. Kunde? Schmanke aus meinem Leben. Perfekt. Zack. Also du kannst auch was erzählen, Yoshi. Aber okay. Vielen Dank. Ja, ah, Moment, ist noch nicht so weit. Jetzt. Vielen Dank. Gerne. Euer Zurück selbst. Ja. Morleys sind das. Was ist Morleys. Ja, näher, Fahrschule halt, ne? Achso. Ja, Verletzung. Linkes Bein, ja. Arm. Ich nehme ja sonst immer Unfortunate Strike, aber naja. Weil ich jetzt woanders arbeite. Ja, ja, das ist Auto halt ganz cool. Ja, manchmal wird ja das ausgegeben, ja, manchmal das. Also ich nehme immer das, was ich hier vom Militär kriege. Ja, aber ich habe gar keine Reaktion diese Woche abbekommen. Ich bin ziemlich angepisst. Ja, ich habe auch nur eine Schachtel, also mehr habe ich auch nicht. Ja, ich habe auch nur eine Schachtel und die habe ich schon fast unter die gesagt. Ja, stimmt, im Feld, das habe ich gesehen. Die ganze Zeit, echt, Rauchwolke über Yuki. Ich bin angeschossen, ich lieg am Boden. Rauch. Es gibt einen Grund, warum wir Yuki auch Big Smoke nennen, also so. Geil war Lutze. Lutze zusammengeschossen, liegt am Boden. Was hat er an der Fresse? Zigarette. Das ist so. Aber ich sage, das ist eine beschissene Woche, diese hier. Eben, zuerst bekomme ich keine Zigarettenration, dann scheiß mir Vogel auf den Kopf und jetzt will sich auch meine Frau von mir scheiden lassen, die blöde Schlampe. Ja, das ist natürlich, geht ja gar nicht. Habt ihr das Munition schon gefasst? Typ. Natürlich. Bin ich neidisch. Ja. Heißt, ich habe weder einen Firmenwagen noch einen Führerschein. Aber das ist halt geil, ne? Ein neuer Tag in der Army. Ob die Firma dann halt versucht, die Leute so zu kriegen, dass sie an der Kasse sind. Wieso hast du nicht einfach Napalm und Bomben einfach alles weg? Was? Zur Air Force? Ja. Wir rufen die doch! Ja, heute glaube ich nicht. Wieso nicht? Nur ein Aufklärer. Der Air Force versetzen lassen würde, hier schon alles weg. Gefühlt, wir haben Starterlaubnis, wir können los. Bravo 2 auf dem Weg, Bravo 2 zu Ende. Musik! Maestro! Musik! Moment, ich muss erstmal die Kassette rumfummeln. Ah, geil. Mein Song. Oh ja. Das ist unser Song. Warte, fliegen wir nicht gerade direkt an der Position vorbei? Ja. Ja, das ist alles taktische Verwirrung. Die denken jetzt nämlich, wir rücken aus, melden dann, oh, die sind ausgerückt. Dann bleiben sie liegen und denken, ah, chillige Zeit. Aber dann kommen wir von hinten. Embargo kommt heute ziemlich häufig von hinten. Deswegen bin ich auch Fireteam Lead und muss ganz vorne stehen, ne? Alpha 1, 2 Spezialität. Arsch ist Arsch, ne? Ja, Arsch ist Arsch. Bleib mir bitte vom hinteren Teil vom Helikopter weg. Ich muss da wahrscheinlich rückwärts wieder raus. Alles klar. Ey Leute, irgendwas stimmt doch mit der Kavallerie nicht. Ben, LZ voraus, gehen jetzt in Landeanflug. Berg.
Gut, dann gleich alle absetzen, vor dem Heli sammeln, haltet ein bisschen Abstand zum Heli, sortiert euch in euren Gruppen. So, haben letzte Baumreihe passiert, einer ist gerade rausgesprungen. Ja, Bäume jetzt wahrscheinlich gleich wieder mitnehmen. Circa 20 Meter hinter uns. Bleibt ihr dann eben kurz am Boden, bis wir geklärt haben, was mit dem ist? Ja, ja, muss vor, ist zu steil hier. Soll ich absitzen, ist zu steil das Gebiet. MG1-2. Ja, sonst geh so tief hier runter wie möglich, dann springen wir den letzten Meter. Ja, das passt hier vorne. Was, fährst du wo vorne? Gut, wie gesagt, dann kurz warten, bis wir eben ja, ihr müsst halt noch hinten bleiben. Gott, Fox ist nicht mehr da. Ich renn nach hinten und hol ihn. Scheiße, Charlie hat Fox erwischt. Hier fehlt, wir müssen erstmal hier bleiben. So, baut mir eine vernünftige Rundumsicherung hier auf. Hopp, hopp. Gut, das war nicht mein MG. Hey, bist du bescheuert? Doch, du wärst gesprungen. Ich bin doof, oder was? Also, das erste, was ich gedacht habe, war Yuki ist rausgefallen. Du siehst, es war ein MGE aus. Ich hoffe, der Aufsicht ist doch du gewesen sein können. Ja. HQ hier, Bravo 2-2, komm. Alles klar. HQ hört, komm, 2-2. Funkst du ihm durch, ein Medivac? HQ ist ja. Das Lazarett bei Base. Break, break, break. Charge, einsatzbereit, komm. Break, break, break. Bravo 2-2 hier, Alpha 1-1, kommen. Der MG bleibt eben dann im Heli. Hier, Bravo, ist egal. Verletzter wird aufgeladen, liegt jetzt direkt, wird jetzt direkt aufgeladen, sie können danach, sie können jetzt starten. Setz die Kanone hoch. Verstanden, gehen in die Luft. 1-1 Ende. Ja, die starten. HQ hier, Bravo 2-2. Ist Lazarett in Outpost Sarge einsatzbereit, Con? So, Panzerfan, da dein Team vollzählig ist, dürft ihr vorne laufen. Kontrolle, Oblin, wenn sie da nicht können, ich weiß es nicht. Das möchte ich nachher auch so verstanden, wir haben einen Verletzten an Bord. Ich müssen wir vorerst nach Camp Savage springen. Wir müssen es etwa in Richtung Südost. Frage, muss man mit Sicherheit gelaufen werden? Erstmal mehr oder weniger Richtung Süden. Und dann bewegen wir uns in die Richtung. Ja, okay. Das andere Fallteam hat irgendwas gemacht. Im Kopf, der andere will seinen Zippel haben. Meine Fresse, was ist mit diesem Fireteam? Feind! Feind! Ja, Feind. Schön. Zeigen. Wo? Feind vom anderen Fireteam. Funker am Boden! Ach nee. Wir werden beschossen. Wir sichern Sarge. Aua, 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 aua. Ah, hol ihn euch, da ist er! Ach, verdammte Hacke, ey! Au, 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 ich funke. Kontakt. Bravo 2-2, ihr Alpha 1-1, kommen! Ich mich jetzt selber. Hier, Bravo 2-2, komm. Bravo 2-2, können Sie die Markierung LZ Alpha auf der Karte sehen? Kommen! Das ist korrekt, komm. Können Sie dort den Soldaten absetzen? Ich bin Frage? Ich nach links von dir aus. Wir machen Rundumsicherung hier und die Verletzten. Ich bin schon hier dran. Keine Sorge. Bane? Ja. Schick mal lieber deinen Meldeläufer zum anderen Squad, zum anderen Fireteam. Wo sind die? Alpha 1-1 hier, Bravo 2-2, überfliegen einmal LZ Alpha, stehen derzeitig unter Beschuss, Con. So verstanden, Feuer erstmal nicht erwidern, weil wir auch irgendwo in der Gegend rumdumpeln, kommen. Ja, verstanden, halten Feuer, wir klären erstmal. Beziehungsweise ganz kurz, wie schwer ist hier die Verwundung? Nichts, alles gut. So verstanden, gut, dann alle Mann bereit machen, wir gehen jetzt geschlossen daran. Sekunde, jetzt. Bane. Jetzt, ja. Tutu überfliegt gerade LZ Alpha, also der Bereich, den wir aus markiert haben. Die werden aber zurzeit aus allen möglichen Ecken des Dschungels beschossen. Die sollen einfach zurück Feuer geben erstmal. Ich habe gesagt erstmal Feuer halt, weil sie nicht wissen, wo wir sind. Achso, okay. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. So, ein bisschen Tempo, dass wir eben einen Schuss an die anderen kriegen. Und hier noch Schmerzen? Ich habe nur Schmerzen, aber ist egal, lass laufen. Sind auszuhalten.
Ja, ja, das geht, das geht nachher wieder weg. Dann nicht nachher nochmal Bescheid sagen. Ja, ja, ich melde mich. Wow. So, wo ist 1-3? Okay. Hier vor uns. Alles klar. Kahn. Kahn getroffen. Beschuss von links. Das muss aus Richtung Osten kommen. Okay, beide Teams, alle die noch fit sind für das Gefecht. Richtung Kontakt, Feuerlinie wieder aufbauen und langsam vorrücken. Bravo 2-2, hier Alpha 1-1, kommen. Baut die Feuerlinie auf und langsam vorrücken! Wir befinden uns gerade in einem Gefecht. Feind ist relativ dicht dran, sind in der Nähe von LZ Alpha. Sie haben uns gerade überflogen. Wenn sie beschossen werden und sicher sind, dass dort der Feind ist, Panzer versuchen sie das Feuer zu erwidern. Kommen. Bitte wiederholen, kommen. Wir liegen derzeit unter Feuer. Wenn sie die Möglichkeit haben, Feuer zu erwidern auf den Feind, tun sie es. Kommen. Ja, so verstanden. Bei LZ Alpha ist der Feind denn von Ihnen südöstlich gekommen? Jetzt höre ich dich. Der Feind ist direkt von uns Südost, korrekt. Hast du es stark gemacht? So verstanden. Moment. 1-1, Ende. Also wie stark sind die Schmerzen? Bane? Ja? Die eröffnen jetzt das Feuer, wenn sie beschossen werden. Die wissen ungefähr, wo wir sind. Alles klar. Alter, so ein verkackter Wachturm. Genau, so ein Wachturm haben die nämlich gesehen. Ja, alles klar. Soll ich Rauch raushauen, oder? So, bei den Steinen sammeln, Rundumsicherung aufbauen, hier wird der Heli runterkommen. Ich schmeiß Orange. Hast du Orange-Schalt an? Ja, ja, ich hab Orange, ja. Ja, alles klar. Gut, Lotze schmeißt. Beschuss! Beschuss! Der Heli soll oben bleiben. Ich hab noch gar nicht angefunkt. Bravo 2-2, hier Alpha 1-1, kommen. Hier, Bravo 2-2, kommen. Wir liegen derzeit unter Feuer. Orangefarbenen Rauch ignorieren. Könnten Sie vom orangefarbenen Rauch Richtung Südost per 60er Feuerunterstützung geben? Kommen. Ja, verstanden. Ich gebe weiter. Feuerunterstützung kommt jede Sekunde. 1-1, Ende. Okay. Schön liegen bleiben. Wer liegt denn hier alles? Yoshi, also hinter mir liegt noch jemand. Bitte nachschauen. Bane. Jetzt Feuerkampf aufkommen. Ja, Feuer frei. Die geben jetzt südöstlich unsere Position, also da hinten rennen, hauen die jetzt erstmal Feuer rein. Ja, wunderbar. Super mitgedacht. So. Wie sieht's bei dir aus? Du wurdest doch auch getroffen. Ja, aber mir geht's wieder besser. Und okay. Was ist da los bei euch? Fällt mir gar nicht, dass wir im hinter uns noch welche haben. Welche hat einer, grün, ist das? Hat ist einer grünen ein Rauch von euch? Was ist? Grünen Rauch? Nur grün damit nicht, die genau blau wissen, wo wir sind. Blau hast blauer du? Rauch. Hau raus. Ja, sag an, dass blauer Rauch unsere Position ist. Bravo 2-2, hier Alpha 1-1, kommen. Hier, Bravo 2-2, kommen. Blauer Rauch markiert eigene Position. Ich wiederhole, blauer Rauch markiert eigene Position. Alles von Ost nach West, abseits dieser Position über Süd ist feindlich. Kommen. Ja, Bravo 2-2 hat verstanden. Blauer Rauch markiert eigene Position. Und alles von Ost über Süd und West ist feindlich einzustufen. Genau, Feuer frei, gute Jagd, Alpha 1-1, Ende. Da ist jetzt auch der Heli erstmal drauf angesetzt worden. Okay. Wir haben Kontakt im Rücken ausgeschaltet. Ja, wunderbar. Stell mal mindestens einen ab, der da auch mal so ein bisschen den Rücken noch weiterhin im Auge behält. Nicht, dass da noch irgendwie andere lebt. Wunderbar. Alles, was von Ost, Süd oder West kommt, wird angegriffen. Sehr schön. Bin wieder drüben. Ja, aber schön weitermachen. Kreuze.
Gut aus, sieht gut aus. Blutdruck wird langsam besser, aber hat leider immer noch keinen Puls. Kontakt? Es ist im Endeffekt scheißegal, wo wir hingehen. Kontakt, ja. Die Richtung. Dann schieß doch. Nähere Beschreibung. Ja, nähere Beschreibung, das passt. Ist doch ganz einfach Richtung meiner Leuchtspur und feuerfrei. Oh, Kontakt zielt auf uns, schießen nein. Alles, was südöstlich von uns ist, ist feindlich, definitiv. Ich find's auch so gut. Kontakt zielt auf uns. Schießen? Nö. Ja, okay. Wie geil. Falsche Richtung. Oh mein Gott. Ah ja. So, wir brauchen jetzt dringend den Medivac. Ja, ich würde sagen, ich lass den jetzt hier. Kriegen wir den hinter uns runter, Jan? Ja, habe ich gesagt, habe ich jetzt auch gedacht, dass wir jetzt hinter uns den runterlassen. Der soll genau hinter uns landen. Mach mal hier. Achso, du hast keinen Orange mehr, ne? Ich habe noch Orangen, ja. Dann direkt guck mal hier Richtung Nordwest. Zwischen uns und der Felsformation ist extrem viel Platz und das ist ein gerades Plateau. Alles klar. Bravo, Tutu, ihr Alpha Mom 1, kommen. Okay, Panzerfan für dich. Ich möchte jetzt Tutu, alle Leute, wir haben hast, jetzt die Landezone markiert. Wichtig, der orangefarbene Rauch markiert ein ebenes Plateau. Dort müssen sie landen. Kommen. So verstanden, stellen Feuer ein und landen bei orangenen Rauch. Ebene, Con. 1-1, Ende. Pausen, wenn der Heili runterkommt, schnallst du dir gleich auf den Rücken. Kontakt hinter. Ich markier's. Tutu hier, Moment, kommen. Halt rein. Tust du mir den Gefallen und sagst gleich mal, die sollen Fox Bescheid sagen, der soll sofort aussteigen und sich an den Steinen bei uns einfinden, ja, und mitschießen. Alles klar. Danke. Tutu hier, 1-1, kommen. Hier, bravo, Tutu, komm. Soldat Fox soll dann gleich unverzüglich aussteigen und zu den Steinen laufen und sich dann in die Rundumsicherung einfließen. Sie als Bordschütze müssen das Feuer auch weiter dann Richtung Südost von der orangefarbenen Markierung weiterleiten. Kommen? Ja, so verstanden. Ich hau nochmal orangefarbenen Rauch aus. Uns runter, das ist eine scheiß Idee, aber egal. Ja, ich wäre jetzt auch von da angeflogen, aber gut. Ja. Ich bin nicht der Pilot. Von irgendeiner Seite, weil der fliegt uns jetzt direkt ins Kreuzfeuer. Tutu, ihr 1-1, kommen. Passt auf den Heli auf! Sie fliegen jetzt genau in den Gefechtsbereich. Sie müssen definitiv zur orangefarbenen Markierung. Da sind wir hin unterwegs, Frank. Oh, okay, die sind total locker. Camilo, drüben hat sie einen am Boden. Guck mal eben schnell, was da Sache ist. Gut, lad ihn auf, sehr schön. Alpha 1-1, hier Bravo 2-2. Bravo 2-2 ist Skill unten, Frank. So verstanden. Okay, jetzt aufladen, abladen. Box ist schon raus. Wenn Yoshi aufgeladen ist, sofort wieder starten. Ja, so verstanden. Alpha 1-1. Der kriegt gleich so einen Anschiss, wenn der da wirklich ist. Kelly weg ab. Verlassen jetzt das Einsatzgebiet. Und? Ja, so verstanden, fliegen Sie an die Linie, machen einen Soldaten einstellen. Wieder heile und erwarten Sie eine weitere Befehle, wenn Sie wieder da sind, kommen. Mag das sein, dass die Frozen Man mitgenommen haben? One Ende. Ich hab keine Ahnung. Ich meine, da saßen gerade zwei Leute drin, da wollte sie anderen Weg sparen. Ah, scheiße. Ey, ich krieg's kotzen, ne? Dass der sich da Alpha One hört, kommen. Ja, mit der Sicherung eigentlich in die Richtung, beziehungsweise da Dorsch haben hier die Artillerie noch stehen, in dem Vollgefecht. Ich frage, ob wir die Unterstützung nötig kommen. Warten Sie, ich kläre das ab. Bane? Achso, ja. Ja, okay. Bane, ich habe HQ dran. Geht ins Bett, sozusagen. Alles klar. Wer geht ins Bett?
Ja, passt. Frozen und dann das erklärt das, ja. Ach so, ja, okay, okay. Dann ist in Ordnung. Munitionsträger, ist das ein Idiot? Ja, Bane? Ja. HQ fragt, ob wir Artillerieunterstützung brauchen. Wie genau ist die denn, ist die Frage. Ich glaube, wenn wir in ihm eine Markierung geben, ich meine, wir wissen jetzt genau, wo wir sind, dann könnten wir den Ball, den weiter hinten ein bisschen einebnen. Aber ich würde sagen, ich glaube, wir haben die Situation im Griff. Ja, würde ich auch erstmal. HQ hier, Alpha 1-1, kommen. Gut. Embargo? Ja. HQ hört auf. Wir werden hier gleich. HQ, derzeit Richtung, benötigen wir keinen Artillerie-Support, da wir die Situation derzeit geklärt haben. Komm, kurz zu dir. HQ verstanden, komm. 1-1 okay. Ende. Da müssen wir noch aufpassen, da hat man noch Kontakt. Ja. So, wenn überhaupt nicht, müsste eigentlich hier. Ja, so hier irgendwo. Ja, genau, das heißt, wir werden uns jetzt hier weiter rausbewegen. Ja. Aber wann wollen wir HQ kommen? Oh. Alpha 1-1 hört, kommen. Nachklapp noch bitte an Panzerfan weitergeben, also, dass Frozen, Malibus und Yoshi gegangen sind. Ich glaube, sollte aber schon darüber Bescheid wissen. Komm. Ja, so verstanden. Kommen. Ja, wir könnten. Wir können auch rein theoretisch hier entlanglaufen und schauen, ob wir noch eine Brücke finden, dass wir direkt den Weg hier gehen. Ja, ich möchte es nicht unbedingt hier direkt in aber das Waldgebiet mit durch. Panzerfan? Ja, genau. Ja. Yoshi und Malibu sind weg. Dann hier. Ich weiß. Achso, sollte ich dir sagen. Komplett alles aussortieren. Das, nee, passt schon, passt schon. Ja, gut, mach dich bereit, du wirst dann gleich Teamführung machen. Okay. Bane? 1-3 werde ich dann hinten dran hängen. Ich sag nochmal eben Monty Bescheid, dass der das eben durchfunkt. Monty ist da. Bane, ja. Es sind jetzt zwei Mann definitiv weg. Also die Frozen Malibu-Leute sind beide, Frozen-Leute sind beide weg. Falls du dann von dem Fünfermann einen rüberschieben willst, damit du zwei Vierer hast. Wie, was ist das wäre allerdings eine Idee. Also die Malibu gut. Und Yoshi sind jetzt du weg. Schiebst einen dann nach 1-3 rüber. Dann haben wir zwei okay. Volle Teams. Alles klar. So, also was soll ich jetzt funken? Also, siehst du jetzt meinen Marker? Warte. Ja, sehe ich. Genau, wir müssen uns ja irgendwo jetzt hier in dem Bereich befinden. Ich glaube, wir sind ziemlich genau da, ja. Ja, ne, ich möchte jetzt quasi Richtung Südwest, ja. Hier bis an dieses Flussbett ran, ja. Am Flussbett bis an den Fluss ran, zur Brücke und dann hoch, würde ich sagen. Ja, alles klar. Na, dann umlaufen wir jetzt hier so ein bisschen die Kontakte im Wald. Ich habe da jetzt keine Lust, da mit dezimierter Mannstärke und mit wenig Munition da noch groß durchzurennen. Ja, alles klar. Der Helikopter ist jetzt sowieso erstmal außer Reichweite. Genau. Ja, weil dann haben wir auch keine Luftaufklärung, das okay, heißt, wir bewegen uns dann jetzt gleich erstmal schön weit weg. Genau. Dass du es eben kurz im HQ Bescheid gibst, dass die wissen, ja, alles klar. Wo wir sind. HQ, hier Alpha 1-1, kommen. So, wo ist Panzerfan? Da hinten. Also so langsam. HQ hört 1-1, komm. HQ, wir befinden uns derzeit auf Position 027-003, Nähe der Markierung LZ Alpha auf Höhenmarkierung 143. Wir bewegen uns jetzt südlich zum Fluss, werden den Fluss dann Richtung Ost weiterlaufen und dann über die Brücke zum Camp Sarge laufen. Nur zur Information für Sie, kommen. Alles klar. Aber wenn wir jetzt einfach drüber schwimmen, wir ein paar anderes Team decken, dann können wir das. Nee, der Helikopter ist nicht da. Ich habe jetzt keine Lust hier groß in den Wald. Ja, ich tue so verstanden. Ich denke, wir haben noch sich Kontakt, so wie es aussieht. Auf jeden Fall melden wir jetzt gerade mal Scharfschütze. Komm. Ja, so verstanden. 1-1 Ende. Die Brücke ist allerdings extrem ne? Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Wenn wir dann von mir aus darüber schwimmen, ist ja auch noch in Ordnung. Aber ich möchte jetzt nicht direkt hier, wo wir Kontakt haben, rüber schwimmen. Ja, logisch. Also gehen wir auch da zu diesem Flügel. Ne? Ob wir dann schwimmen oder laufen, ist mir relativ egal. Ja, Hauptsache, wir haben erstmal ein bisschen Abstand. Bockst du mich einsatzfähig, oder? Ja, gut, da gehen wir, würde ich sagen. Gut, Panzer, du hängst dich quasi hinten dran und bist dann wieder vermehrt genau. Flankensicherung, ja, ne? Ja. Diesmal hauptsächlich nach links. Meine 3, Bounce 4. Bounce 4, check. Embargo? Ja. 1-3 übernimmt dann die linke Flanke hauptsächlich. Alles klar. Gut. Soweit bereit, Abmarsch. Okay, Leute, mir folgen. Auf offenem Gelände auch ruhig Aufschritt. HQ hier, Bravo 2-2, komm. So, Panzerfan, hinten ranhängen. Ja, okay, Leute. Geht los. Yuki. Nicht anzünden, Yuki, laufen. Unterlauf total, komm.
Bravo 2-2, verstanden. Munitionsstatus derzeitig von Bravo 2-2 auf Sperrbestand, komm. So, schauen wir nach, wenn Worte hier sind. Komm. Bravo 2-2, Ende. Gut, für die beiden FTLs einmal Trupps auf Vollständigkeit überprüfen. Danach jeder einmal einen Bodycheck durchführen und wenn nötig beim Sunny melden. Ja. Ich wurde kein einziges Mal angeschossen. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Warte, das ändern wir jetzt.